Kommando, la ganze politisch. Durch der Mauer an der Grenze zu Mexiko kam es vermehrt zu Fluchtversuchen. Mehrere Personen versuchten, über die Mauer zu rennen. Darüber zu springen. Die Wachmänner zu umgehen. Oder sogar mit Hilfe professioneller Schlepperbetten in die USA einzureisen. Auf der weltpolitischen Bühne sollte dies für größten Unmut. Auch Bundes-Angie Angela Merkel übte schwere Kritik. Das ist der Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Donald Trump reagierte beim obligatorischen G20-Plansch auf seine gewöhnt charmante Art. Ein derartiges Manöver und schickte postwendig eine Einheit der Küstenwache zur Rettung. Selbstverständlich werden wir für Sie am Ball bleiben. Ach so, erklärt das auch so gleich. Können wir Sie gar nicht mehr im Ostelechtsbuch und Ostelechtsbuch auch verstanden? Dann machen wir es halt auf Schwäbisch. Regionalpolitik, Lebron, machen wir Politik da hin. Nach der schweren Ausschreitung vor der Lebroner Empfangsgeräte scheint sich die Lage in den betroffenen Haushalten wieder zu normalisieren. Da viele Bürger wieder auf das örtliche Internetnetz zurückgreifen und auf mobile Systeme verzichten, ist die gewohnte Langeweile, die Tristesse, die Ruhe wieder eingekehrt. Medienbürger aus Klemann fragt, was man dazu sagt, der sagt es ganz einfach. Der Verzicht auf moderne Technologien und Standards, schnelles Internet und dergleichen, ist genau das, was Klemann ausmacht. Hierzu nun unser Experte, der Hacker und Whistleblower, Messis Masserbart, der aufgrund persönlichem Identitätsschutz, so bekannt ist er, unerkannt bleiben will, im Kommentar. Das ist doch scheiße, da haben wir uns zu zweit laufen. Ja, gut. Ist halt so. Was soll ich sagen? Ich würde sagen, ab sofort bei jedem Gong, der zufällig ertönt, ja, klingt einfach der ganze Saal mit. Das ist eine gute Idee. Oder? Also, zum Wohl. Wohl. Wie unterschiedliche Quellen einstimmig berichten,
kam es zu einem Anschnitt zwischenfall nach dem Training vom TSV. Ein Spieler, dessen Name nicht preisgegeben wurde, also keiner weiß, was war, mischte edles Augustinerbier, mit Cola. Und verursacht dadurch einen weitreichenden Dieselskandal. Laut Berichte von einigen Augenzeugen soll es zu dem Fauxpas, da schreibt man so ein scheiß Wort in das Skript, soll es zu dem Fauxpas gekommen sein, als die nichtsahnende Mannschaftskollege sich dem gewohnt gepflegte Alkoholkonsum nicht wollte. Also die Schwäbisch, die wollte sich richtig abschießen. Drei völlig verstörte Kerle befinden sich nun in psychologischer oder psychiatrischer oder ärztlicher, das weiß man nicht so genau, Behandlung. Darunter auch drei Lebern. Ja, das war es eigentlich schon von der Regionalnachricht, würde ich sagen. Ich gebe auch an Günther da, möchte das ein bisschen beim Sport, oder? Komm ich nun zum Sport. Zusammenfassend der Hinrunde. Nach der durchaus überschaubaren Leistung des TSV in der Hinrunde fragt man sich, woran es gelegen hat. Thank you.
hat sich ja so reinigt, Mann. Felo, ja, weißt du Bescheid? Ich bin auch die Runde, Teddy. Und ich will, dass du halt noch richtig Engagement jetzt reinbringen willst, dass du noch richtig Gas gibst und dass du mal wieder was geht, ne? Weil in der Schutzzeit ist man nicht so gerauscht. Also, du willst sehen, dass ich in die Fenster fliege. Genau, Gas geben! Scheiß weg da an und drauf! Vielen Dank für diesen kurzen Beitrag. Kameramann war Patrick Wagner. Musik und Ton Patrick Wagner. Und den Schnitt in diesem Fall Patrick Wagner. Ich würde sagen, wir wollen ihm dafür danken. Es war ein sehr schöner Beitrag. Und ich würde noch kurz auf die Bühne bitten, dass er mit uns einen kurzen trinkt. Zum Mutter, ne? Luca wird sich freuen.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie hier und heute zu unserer Pressekonferenz zum anstehenden Trainingsauftrag des TSV Kletrons recht herzlich willkommen heißen. Auf dem Podium begrüßen möchte ich den Kapitän der ersten Mannschaft, Felix Steinke, der uns heute Abend Rede und Antwort stehen wird. Ja, auch von mir ein feuchtfröhliches Wurst in die Hunde. Grüße vom Chris. Richtig vom Herrn Stolz. Herr Steinke, die Hinrunde ist ganz und gar nicht nach Ihren Vorstellungen verlaufen. In Kletron kommt. Auch in den Medien und Hinterzimmern der AH hagelte es heftige Kritik. Was bringen wir? Ich komme. Was sagen Sie zu dieser Kritik? Also, in erster Linie muss ich da mal an Artikel 1 des Grundgesetzes erinnern. Die Würde des Menschen ist unantastbar, meine Damen und Herren. Dann überlegt ihr, was wichtig ist. Wie Spieler unserer aktiven Mannschaft in den letzten Jahren durch den Dreck gezogen wurde, das ist absolut unter der Gürtellinie. Bis gleich. Vor allem die Kommentare von Bifi, Balakow und Po, die nehmen wir als FC Bayern. Als TSV Kletron nicht so hin. Wir werden uns in der nächsten Woche als Einheit präsentieren, meine Damen und Herren, wie Sie es schon lange nicht mehr erlebt haben. Die zuvor genannte Kollege, an diese folgt natürlich Unterlassungsklage. So geht's nicht. Aber Herr Steinke, wen halten Sie denn für den Hauptschuldigen für die schwachen Leistungen der Hinrunde? Ja, für viele sind es die Spieler, die sich da mal in den Dienst rufen müssen, für andere ist es der Trainer. Intern, muss ich wirklich sagen, ist der Hauptschuldige der Paolo. Okay, aber nun mal zum Fußball, Herr Steinke. Wie erklären Sie sich die schlechten Ergebnisse, insbesondere die vielen Gegentore, die Ihr Team in der Hinrunde einstecken musste? Ja, die größte Problematik sehe ich da ganz klar in der Abstände im Zentrum, frei nach dem Motto, zwischen 6 und 8 passt nur Pilz. Jetzt geht es halt darum, diese Leistungen vom Rebstöckle bei der Usch mal wieder auf den Platz zu bringen. Ja. Gut, aber Herr Steinke, schauen wir uns mal die Zweikampfquote an. Da schneidet sie im Vergleich zu den anderen Teams absolut unterirdisch ab. Da fragen wir uns als Reporter natürlich, ist es überhaupt noch Thema in Ihrem Training, das Thema Zweikampfverhalten? Ja, es ist natürlich immer schwierig in einer Trainingseinheit die Ernsthaftigkeit von einer Spielsituation zu simulieren. Deshalb findet nach jeder Einheit quasi ein Zweikampf-Sondertraining statt. In diesem Zweikampf-Sondertraining steht im Fokus das 1 gegen 1 ums letzte Bier. Ja, das sind die beste Möglichkeit, um diese Situation darzustellen. Der Wechsel langsam den Eindruck erscheint, als wäre der Alkohol ein einiger Bestandteil Ihrer Trainingseinheiten und generell der Philosophie der aktiven Mannschaft. Sehen Sie da nicht eine gewisse Diskrepanz zum Fußball? Herr Scherber, da muss ich jetzt nochmal nachhaken. Ich glaube, ich verstehe die Frage nicht ganz. Diese Diskrepanz, nee, ganz und gar nicht. Der Alkohol, der spielt eine elementare Rolle in der Geschichte von der aktiven Mannschaft. Wir sind überzeugt vom Weg an die Bar und diesen Weg werden wir auch weiterhin beschreiten. Thank you.
Trinken Sie auch noch mit oder gucken Sie was zu? Gut, dann kommen wir jetzt mal zur letzten Frage. Herr Steinke, was ist Ihrer Meinung nach notwendig, um in der Rückrunde besser abzuschneiden wie in der Hinrunde? Und mit einer Frage nachschieben, erhalten Sie denn noch Unterstützung zur zweiten Saisonhälfte? Ja, wie bereits erwähnt, wird es natürlich wichtig sein, die Erfolge jetzt aus der Pause, die wir, also da haben wir natürlich gewisse Erfolge im Ring vor allem, da hat man dann mit Sicherheit gefeiert. Da geht es jetzt darum, diese Erfolge auf den Platz zu bringen. Und ja, Herr Scherber, zu Ihrer zweiten Frage. Die Unterstützung, die folgt, der Transfer von 40 Neuzugänge vom Getränkemarkt Ewig zum TSV ist beschlossene Sache. Die Ablösesumme wird gestellt, wie immer, vom Bürgermeister. Der ist jetzt leider nicht da, aber wir schreiben es auf Rechnung. Ich muss sagen, wir haben vorhin eine Regel festgelegt und die scheinen sie nicht alle so ganz einzuhalten. Doch! Also wir trinken jetzt zumindest mal. So, Flasche leer. Ich habe fertig. Thank you.
war der Gong, da war der Gong. Tagsüber hell und nachts dunkel. So viel zu Wetter, zurück zu dir, Klausi. Dankeschön, lieber Wetterarsch. Der Klaus, der hat sie alle. Ja, sorry. Ja, das war die Tagesshow auch schon für heute und dieses Jahr. Die Tagesshow meldet sich wieder, Achtung Spoiler, am 18.01.2020, bitte Urlaubnehmer. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, bleibt gerne noch ein bisschen im Studio, trinken Sie noch ein bisschen was, kommen Sie gut nach Hause und wie immer am besten volltrunken. Ich wünsche, wie gesagt, einen schönen Abend, tschüss, auf Wiedersehen. Es gibt nichts, was mich hält, oder vor.